Hi, wir sind's, Culture Candela. Und wir sind heute bei Ein Jib mit. Oh, ich weiß. Darf ich? Ja, es war wirklich ziemlich so klassisch. Also, es war auf einem Konzert damals im Huxleys. Ich glaube, auf dem Konzert warst du auch, das haben wir erst später herausgefunden. Ja. Das Cypress Hill Konzert. Oh, da war ich. 1993, Huxleys Neue Welt. Ich war mit Kumpels da. War nicht Funk Dubious? Legendäres Konzert, Funk Dubious und. Wer war denn die zweite Vorgruppe? Lords of the Underground, glaube ich. Egal, wir driften ab. Auf jeden Fall kommen wir da rein und wir haben gesagt, ey, riechst du das? Also unser Kumpel hat gerade erst eine Zigarette geraucht oder so vorher. Ey, ich glaube, die kiffen hier. Die haschen oder so. Und, ey, wir haben es wirklich so, war voll begeistert davon und haben da wirklich so ganz low jemanden gefragt, ey, dürfen wir mal ziehen? Und dann haben wir irgendwie zum ersten Mal Haschisch probiert. Also ihr müsst wissen, wir beide waren auch auf einer Schule und zu der Zeit, wo wir, also ich spreche jetzt mal auch mit für dich, ja, weil wir sind ja so... Ich weiß ja noch nicht, was du sagst. Same. zu der Zeit, wo wir angefangen haben zu buffen, war so noch nicht, Weed noch nicht so verbreitet, da war meistens so Hasch. Und ja, also meine erste Erfahrung war definitiv mit Hasch so und ich weiß noch ganz genau, dass wir uns so ein Stück Peace geholt haben und dann halt irgendwie, keine Ahnung, Alter, zu acht oder so einen Joint gerollt haben und alle zweimal, dreimal dran gezogen haben und mega fett waren danach. Verhielt sich übrigens auch so ähnlich mit Alkohol damals. Ja, und da hat irgendwie ein Sixer gereicht, um halt so angeschallert zu werden. So, das war auf jeden Fall meine erste Erfahrung. Ich glaube, es gab damals so auf dem FU-Gelände so Partys da, so FU-Partys. So, das war so die wurden dann abgelöst, glaube ich, von so 1-Euro-Tequila-Partys. Das waren so die Vorgänger von diesen Partys, weißt du? Und da habe ich so den ersten Hasch-Joint geraucht. Ja, also bei mir ging es auch mit Hasch los, definitiv. Es gab damals kein Weed, das gab es echt nicht so. Ich weiß auch nicht warum, aber ich weiß gar nicht mehr, wann der erste war. Ich weiß nur, irgendwann war ich jede Pause beim Buffen in dieser Zeit. Es fing halt damit an und dann. Es war komischerweise ganz anders bei euch. Am Anfang wurde ich nicht high. Das war bei mir auch übrigens. Gleiche mit Saufen. Ich habe voll viel, 6 Bier und ich war nicht besoffen. Und dann irgendwann kam so, dann war es genau umgekehrt. Vor allen Dingen beim Kiffen, Alter. Wurde ich sofort high von jedem einmal ziehen. Aber am Anfang brauchte ich so bis zum Tipping Point eine Weile. Ich glaube auch, bis ich das erste Mal wirklich was gemerkt habe, was ich so ganz klar zuordnen konnte, das hat auf jeden Fall mehrere Joints gedauert. Die ersten, die waren wirklich nur so voll cool und so, aber hat nichts gemerkt, also ich habe nichts gespürt. Naja, so richtig Dealer-Kontakte. Ich habe es damals tatsächlich über Freunde von meiner großen Schwester irgendwie was bekommen. So. Das war schon ziemlich Deluxe, dass man irgendwie so einen Kontakt hatte irgendwie. Aber richtig viel mit Dealern hatte ich eigentlich gar nichts zu tun gehabt in meiner Laufbahn. Bei mir war so, einer meiner besten Kumpels, dessen Eltern haben so viel gekifft. Also seine Dealer waren quasi seine Eltern. Und deswegen hat er immer Weed. Und die haben gesagt, bevor du dir Schleißzeug kaufst, hier, nimm mal, oh, das ist gutes Zeug. Und zwar auch immer so mit das geilste Zeug, sag ich mal. Und das, wir brauchten nicht zum Dealer laufen. Das war einfach alles immer im Haus. Und dann, er hatte immer dabei. Also, ich brauchte mir gar nicht kaufen. Das ist bis heute so. Also, ich bin ja damals von der Grundschule auf die Oberschule gegangen, so 7. Klasse war da so der Wechsel. Und dann kommt man ja automatisch mit Älteren zusammen. Und dann ist natürlich auch alles da, so der Einfluss und so. Und dann muss man gucken, wohin man abdriftet. Und dann habe ich dementsprechend auch mit 14 das erste Mal gekifft da. Und dann waren halt so die Älteren, die halt so Hasch hatten. Und der eine hat halt immer so, den fanden wir cool, den haben wir immer mit dem gebufft. Und ich muss auch sagen, so, es dauerte nicht lang, bis ich auch interessiert war an so, ja, wie viel verdient man denn da so mit so einem Gramm und so, wo kriegst du das her und so. Und dann habe ich habe zwei auf jeden Fall zum Glück, glaube ich, für mich, schlechte Erfahrungen mit Dealen relativ früh in meiner, aktiv Dealen, relativ früh in meiner Karriere gehabt. Das eine Mal habe ich schon so ein bisschen Taschengeld investiert und habe mir so eine Platte, so eine große, so ein Heck Ding Hasch gekauft und habe das dann halt klein gemacht und so und immer verkauft in so Ü-Eiern, in so diese Game immer so, ne? Und habe dann so ein bisschen Kohle verdient und dann es gab früher so eine legendäre Buslinie N48. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt. Und die fuhr halt so von, keine Ahnung, Zehlendorf nach, keine Ahnung, Mitte. Und unser Ziel war halt immer so Schöneberg,
da wo das Havanna ist heute. Da war so ein Club, wo man so mit gefälschten Schülerausweis reinkommen konnte. Und da bin ich immer lang gefahren und da stiegen natürlich immer die verrücktesten Gestalten ein und aus. Und ich war dann halt, saß hinten und so, hatte meinen Rucksack mit meinem Heck halt da so. Und dann kam so ein Typ zu mir und meinte so, ey, Jo, kannst du mir was verkaufen? Ich sag, klar, Digga. Und dann drehe ich mich so um, will es aus meinem Rucksack nehmen und ich mich versehe so, sind da irgendwie 8, 9 Typen um mich herum so. Und zwei haben dann gleich so eine Knarre gezogen und dann hat es eine Bombe hat dann gescheppert so und ich habe nur Sterne gesehen. Ja, und dann war mein Rucksack weg. Und ich hatte dann erstmal keinen Bock mehr auf die. Zum Glück. Wir sind doch bei einem Jip hier. Wir wollten nicht machen. Also, ja, stimmt, wir müssen ja ein bisschen hier vorwärts kommen, ja. Ja, was haben wir da mitgebracht? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe wenig Dealer-Stories vorzuweisen. Ist tatsächlich auch ein Kumpel. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Pescado. Und der hat halt ganz normales Standard-Marihuana, nichts Besonderes, nichts Fancy-Pansy, kein Mango-Kusch, kein Purple Haze, sondern ganz normales Good Old Weed. Und wir kennen diesen Kumpel. Aber das ist unser In-House-Connection. Ja, Gründung von der Band ungefähr. Ich habe was selbst, also Bio, ne, aus Marke Eigenbau. Eigenanbau. Ich bin ja Bio-Farmer. Ich habe das jetzt, ich bin jetzt auch nicht so der Spezialist, Alter. Ich habe das jetzt zweimal gemacht und das ist eigentlich aber so auf dem Balkon so. Und das ist aber super ergiebig gewesen. Und das ist jetzt von der letzten Ernte aus dem letzten Jahr. Ist ein Hybrid White Widow. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, wir erhöhen hier so ein bisschen bei dem Format den Altersschnitt. Aber wir sind, glaube ich, nicht mehr so von wegen, ja, kiffen geil und so high werden, sondern für uns ist es auch, muss man sagen, auch ein gesellschaftspolitisches Anliegen. Also auch hier der Grund, warum wir hier so sind, so, weil wir auf jeden Fall, für uns ist es ein Politikum, wir setzen uns stark für die Legalisierung ein von Marihuana seit Jahren und nicht nur halt aus Spaßgründen, sondern wir verstehen halt nicht, also A, das heißt halt immer, wir wollen die Kinder schützen und du weißt ja, wie es ist, Alter, im Internet, du kannst auf irgendeinen Browser gehen und innerhalb von Chatgruppe, dies, das, Signal, keine Ahnung, wie die alle heißen, innerhalb von 5 Minuten hast du dir theoretisch ein Kilo Koks. So, und die Kinder, die kriegen das sowieso und wir verstehen halt nicht, warum der Staat dann nicht die Qualität kontrolliert und das verkauft und somit halt auch Geld einnimmt für Aufklärungsprojekte, für Bildung, für Infrastruktur, für Therapie auch. Weil die Kinder, wenn sie wollen, ihr kennt es ja aus unserer eigenen Kindheit alle, die kriegen das sowieso. Und dann halt schlechtes Zeug irgendwo an der Ecke im Gebüsch und so weiter und so fort. Und das finden wir halt doof. Und wir sind der Meinung, der Staat kann Internet-Online-Drogenhandel nicht kontrollieren. Und deswegen sollte er sozusagen da ansetzen und selber in Anführungszeichen zum Dealer werden. So, das fänden wir gut. Und man sieht ja auch im Beispiel Portugal, so was vor über 10 Jahren alle Mengen, also alle Drogen in großen Mengen entkriminalisiert hat, den Besitz davon, dass alle Statistiken zurückgegangen, also die haben die Beweise, die haben die Statistiken, dass halt Beschaffungskriminalität, Drogentote, alles runtergegangen ist. Und ich finde es auf jeden Fall, oder wir finden es auf jeden Fall überfällig, dass Gras in Deutschland noch nicht legal ist. Aber jetzt bauen wir einen, oder? Ich bin schon hier fertig gerollt. Ja, sorry. Also ich habe jetzt hier ein Prachtexemplar gerollt. Nee, ich mache tatsächlich mit Tabak. Ungefähr, ehrlich gesagt, so 50-50 würde ich sagen. Ich bin kein Zigarettenraucher, aber ich bin ehemaliger Raucher. Und ich glaube, dieses Tabakding ist für mich tatsächlich auch noch so ein Ding. Ich glaube, ich rauche das deswegen auch ganz gern. Und ich habe es jetzt nicht holländisch gerollt. Einfach, weil ich das nicht wusste, was das hier für Blättchen sind, ob die kleben nicht. Deswegen habe ich jetzt ganz normal Standard gerollt. Und Aktivkohlefilter, die ihr hier bereitgestellt habt, die sind schick. Ja, ich war noch nie Raucher, also Zigaretten. Klar, ich habe schon mal Zigaretten geraucht, irgendwie, keine Ahnung, mit 14 oder so, aber noch nie so Kette. Und aber meine Joints roll ich komischerweise immer mit Tabak gerne. Und ich mache so ein bisschen, ja, eine gute Mischung, Alter, so einen guten Hybrid-Joint. Und normalerweise habe ich auch nicht so eine fancy Unterlage, sondern ich baue es immer oldschool, on the run in der Hand, so alles, bei Wind und Wetter, ja.
Ich finde das hier schon sehr luxuriös. Ja, also, das ist sehr professionell geradezu. Ja, ist fast, ja. Also wie man sieht, mein Tablett ist nicht so prall gefüllt. Ich bin der klassische Mitraucher. Es hat seine Vorteile. Also das habe ich schon sehr lange so praktiziert, weil, wie ich ja schon sagte, nach meinem Tipping Point wurde ich sehr schnell fett. Das heißt, rauche ich einen ganzen Joint, liege ich den ganzen Tag in der Ecke rum. Und das ist nicht so profitabel, sag ich mal, was Lebensqualität angeht. Das heißt, bei mir ist es immer gut, wenn ich nicht zu viel rauche, weil ich sag mal, jeder ist ein bisschen anders und verträgt es verschieden. Und ich bin auf jeden Fall, ich rauche es gerne, aber ich brauche immer wieder, also ich darf nicht zu viel. Das heißt, wenn ich so mitrauche, bin ich meistens genau auf richtigem Level. Wenn ich selber anfange zu viel zu rauchen, dann werde ich zum klassischen Kiffer, der nichts mehr hinkriegt. Und das ist nicht so mein Ziel. So. Und ich glaube, es ist auch sehr gesund. Ich zum Beispiel auch vom Turn her. Wenn ich jetzt zum Beispiel viele Tage oder 3-4 Tage jeden Tag viel buffe, so, spätestens nach dem 4. Tag so, fange ich an, einfach nicht mehr gut zu sein. Oder in dem, was ich mache, Musik oder was auch immer. Sondern es ist einfach nur so leer, so zombie-mäßig. So. Und dann ist mal gut so eine Woche also clean. Und dann, wenn ich dann wieder kippe, dann bin ich wieder Michael Jordan Level. Und das ist so, wo ich am liebsten auch. Also man muss immer gut dosieren, sag ich mal, wie es auf die ganze Synapsenstruktur passt. Deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle, die nicht zu viel vertragen. Das lohnt sich, das ist auch wirtschaftlich ziemlich effektiv. Tatsächlich habe ich so einfach auch meine Phasen, wo ich halt gar nichts mache und ich habe so ein bisschen so einen sportlichen Background, weil ich ziemlich viel Basketball gespielt habe und da also jahrelang auch nicht gebufft habe oder nicht Alkohol getrunken so und ja, also auf jeden Fall nicht in den Maßen. Ich hatte, wahrscheinlich habe ich deswegen auch, war bei mir zweite Liga Stopp beim Basketball, weil da haben sie Dopingkontrollen eingeführt, dann ging es nicht mehr weiter. Weißt du, ich rauche tatsächlich am liebsten halt abends so zum Feierabend. Irgendwie. Für mich ist es dann so wirklich, wenn der Tag rum ist, dann kann ich auch rauchen so. Aber so tagsüber zum Beispiel ist für mich gar nicht so angenehm. Ich mag auch nicht so Sachen dabei machen, wo man sich irgendwie konzentriert. Das kann ich zum Beispiel gar nicht so gut. Wenn ich irgendwie am Rechner was mache und davor gekifft habe, dann ist das alles voll. Das verlangsamt alle Prozesse und das finde ich gar nicht so. Also bei mir zumindest ist das nicht so vorteilhaft. Für mich ist das wirklich eigentlich so ein Feierabend-Ding, wenn überhaupt. Tatsächlich finde ich, klar, Party, was trinken, was rauchen, so ist es nice. Aber tatsächlich finde ich ein Smoken oder auch mal 2, 3 beim Songwriting sehr gut. Nicht, weil dann, boah, ich kriege da voll die Ideen. Nee, Ideen so viel Notizen noch, weißt du, so im Handy, so für Songs. Weil man dann alles geil findet, was man macht. Nee, ja. Auch nicht deswegen, sondern tatsächlich, weil ich dann alle Sachen drumherum, so den ganzen Stress, was man noch alles machen muss und erledigen muss, das blende ich dann aus und bin total fokussiert nur auf das Arbeiten. Das kann natürlich dann irgendwann auch zum Verhängnis werden, so, aber die Erfahrung habe ich auf jeden Fall extrem gemacht, dass man einen smoked und dann halt irgendwie sich erstmal nur darauf fokussiert. Kann helfen. Ja. Darf ich kurz was dazu sagen? Weil ich erinnere mich noch genau, wie das zustande kam. Das war so eine Headline, die Bild-Zeitung damals gecraftet hatte. Die haben so ein 2-Stunden-Interview mit uns geführt über das neue Album. Aber die haben die ganze Zeit nur darauf gewartet, wie die halt irgendwie einen Aufreger hinbekommen und haben sich dann dafür entschieden. Und typisch Kack-Bild-Zeitung. Haben das dann so versucht, also quasi um uns zu diskreditieren, dass es familiär irgendwie da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass die Mutter mit dem Kind kifft und das ist ganz schlimm so für Mainstream-Deutschland. So von wegen, mein Gott, Drogen. So Drogen bei Culture oder sowas. Das war auf jeden Fall so ein bisschen so eine kleine Kampagne, glaube ich, von denen. Ich kann nur sagen, auch zum Thema Legalisieren und so, wenn man und überhaupt, wenn man nicht Dinge wie Drogen etc. oder Sexualität tabuisiert mit seinen Kindern, meiner Meinung nach, ist es viel besser. Und meine Mom hat es genau richtig gemacht, weil ich glaube, es ist auch ein Teil von diesem, dass gewisse Kinder oder Jugendliche dann abhängig werden oder übertreiben, weil die das so geil finden, weil es verboten ist, weil nie darüber gesprochen wurde, dass die dann auch wow, voll auf den Film kommen. Aber bei uns, meine Mama hat gesagt, ey, als ich halt auf die Oberschule gekommen bin, ja, du wirst jetzt wahrscheinlich in Kontakt mit Drogen kommen. Wir haben ganz offen darüber gesprochen und sie meinte, wenn du willst, können wir zusammen das probieren, so einen kiffen. Und ich so, Mutti, vielen Dank, dass du mit mir redest, so, aber ich habe das schon längst probiert, so alles gut. Und sie meinte, okay, ich wollte nicht, dass du irgendwie kotzend in der Ecke liegst. Und das fand ich voll nice. Meiner Meinung nach sollte man halt offen
ich weiß, dass viele Leute, auch zum Beispiel wegen ihrer Sexualität oder sonst was, mit ihren Eltern nicht sprechen können. Das ist total schlimm. Das ist total schlimm. Oh, ja, Dickers. Seid ihr doch. Also, haut da rein. Du hast so ein bisschen dicker. Also ich mag immer so, das ist vielleicht auch so eine Macke, ich mag immer so dünne Dinger. So. Ich, das ist so mein Ding. Ja, aber du hast auch einen dünneren Filter. Die Basis. Also ich zünde immer die Spitze hier oben an. Früher habe ich immer so ein Hütchen gebaut, kennt ihr das? Und dann so die Ränder so und dann mit einem Mal abgezogen. Das spare ich mir jetzt mittlerweile. Wo hast du Feuer? Also für dieses schöne Hotbox-Feuerzeug. Ja, und ich weiß, also ich kann nur sagen, bei Auftritten, also wir haben ja in unserer Anfangsphase, wo uns noch nicht so viele Leute gehört haben, haben wir öfter mal vor der Show schon gefeiert, so weil es getrunken, alles und eigentlich gesmoked so. Und dann haben wir schon gleich am Anfang zum Glück gemerkt, so als dann so bei den ersten paar Songs, weil wir hatten damals noch nicht so viele Songs, so schon so Textzeilen vergessen wurden, haben wir uns gesagt, du hast auch irgendwann mal am Anfang noch so Bier von der Bühne verteilt. Wir haben gesoffen auf der Bühne und noch ins Publikum. Er hat damals hier 40s aus den USA. Ist in diese Old English Liter, weißt du, diese aus dem Hip-Hop-Film. Habe ich so einen Typen kennengelernt, die halt importiert hat. Habe ich die besorgt. Da habe ich so, yo, so auf, halt, auf Image, so Ehrensachen so vor der Bühne verteilt, damit die Leute uns nett finden. Die Leute geschmiert. Aber wir haben irgendwann dann gemerkt, dass es nicht so, also wir sind echt dazu übergegangen, relativ früh in unserer Laufbahn, die Auftritte nüchtern zu erleben. Ja, kann man nur empfehlen, sag ich mal. Ja. Vor der Bühne nicht kiffen. Danach ist andere Geschichte. Ja, also du nimmst den ganzen Auftritt extrem anders wahr. Und was du abliefern musst auf der Bühne, auch diesen Kontakt zum Publikum, was bei uns sehr wichtig ist in der Show, ist extrem wichtig, dass man da nicht seinen Film schiebt und irgendwo mit sich selbst beschäftigt ist, sondern als Team zusammen und nach vorne, das ist wichtig und das geht auf jeden Fall viel besser. Ich habe das eigentlich so gut wie nie gemacht, vor dem Auftritt zu kiffen, also auch nicht am Anfang. Und vor allem Auflegen, das geht bei mir auch gar nicht. Wenn ich irgendwie auflege irgendwo im Club oder so und dabei noch nicht jemand Rauch mir anbietet oder so, sage ich eigentlich immer nein, das mache ich auch danach, weil ich komme dann so auf ganz andere Ideen so und spiele ganz komische Songs manchmal. Und manchmal ach, der Song ist schon vorbei. Das ist auf jeden Fall nicht so förderlich. Also für mich ist es, wie gesagt, also es ist ja auch, Adrenalin ist ja auch eine Droge und dieses halt die Energy von den Leuten kriegen und das wollten wir auf jeden Fall nüchtern erleben und halt auch verarbeiten. Aber danach manchmal ist ein Spliff gut und wieder gut schlafen zu können, weil Adrenalin pumpt dich auf jeden Fall. Aber so dieses, weißt du, auch nicht nüchtern auf der Bühne sein, dann denkst du ja vielleicht selber, boah, voll die geile Show, Dicker, und die Leute fanden es gar nicht so geil so. Und das ist die Gefahr halt. Wir haben einmal Gras bekommen vom Rider. Das war unser erstes Schweiz-Konzert? Ja. Alter, das war überkrass. Die haben uns hinterhergeschmissen. Wir kamen auf die Bühne und die ganze Bühne war voll, sah vorne so aus. Alle haben ihr Weed auf der Bühne aufgepackt und da gerollt. Und wir so, hey Leute, hey, mach mal. Die waren alle so. Und wir so, ey, mach die Hände hoch. Put your joints up. Und nach der Show, ey, wir hatten so viel Weed dabei, dass wir hatten so eine fetten Aufkleber damals, dass wir das Weed in die Aufkleber gemacht haben und an die Fans verteilt haben, so viel. Das war auf jeden Fall anderes Level, sowas hat man nicht erlebt. Da hat wirklich jeder im Publikum mit einem Joint da gestanden. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, jedes Mal in der Schweiz, A, machen die besten Festivals, besten Backstages, am besten organisiert. Klar, Schweiz. Und die haben auch ein liberaleres Verhältnis zu Weed, was wir begrüßen. Und auf jeden Fall kann ich mich aktiv daran erinnern, dass auf dem Rider, wir sind mal bei der Hanfparade aufgetreten. Und das ist sozusagen, die geben einem kein Geld, sondern sagen, ey, wir haben kein Geld, wir haben nur hier. Und da kriegst du halt, man munkelt und bekommt da ein Gras. Tasting Set. Also zum Beispiel, weil du ja Südamerika angesprochen hast, wir waren halt mal mit dem Goethe-Institut in Südamerika und auch mal in Kolumbien. Und da waren wir echt super vorsichtig, weil das Thema Drogen ja auch, also harte Drogen, sprich Koks, wo wir alle entschieden dagegen sind, so das zu nehmen, ist nicht unser Ding. Ob man jetzt auch andere Drogen legalisieren sollte, so, das sieht jeder anders von uns. So. Einer Meinung nach könnte man alle Drogen mal legalisieren oder die Abgabe kontrollieren, egal. Aber zum Beispiel Kolumbien war extrem vorsichtig, auch halt, nicht um die Leute irgendwie
ja, anzupissen und auch halt, ja, man kommt halt irgendwo hin und ist halt, hey, hombre, was ist los hier, was sind die Drogen? Sondern sensibel halt auf die Situation eingehen. In der Priorität nicht so hoch. Also jetzt nicht so, dass man, egal wo man hingeht, dass man da seinen Weed-Konsum plant oder irgendwie sowas. Es hat da, wenn wir gekifft haben, haben wir irgendwie von irgendwelchen Locals mal sind eingeladen worden oder irgendwie sowas. Aber es ist nicht so, dass man da irgendwie das vorbereiten muss oder so. Ich lehne Kokain oder sämtliche harten Drogen eigentlich kategorisch ab so. Und auch wenn wir durch die ganze, wie du sagst, Entertainment-Branche sozusagen jetzt so die ganze Zeit durchgegangen sind, habe ich auch erschreckend oder erstaunlich wenig Kontakt damit überhaupt gehabt. Also ich sehe ab und zu, kommt es schon mal vor, dass ich jemanden sehe, dass er kokst, aber es kommt selten vor. Ja, also wenn man sich die Statistiken anschaut, sterben ja Hunderttausende von Menschen jedes Jahr in Deutschland an den direkten oder indirekten Folgen von Alkoholkonsum und Zigaretten. Und diese Drogen sind ja legal. Wenn wir jetzt auch noch sagen Zucker zum Beispiel, wo die Leute halt übergewichtig werden, einfach die Organe zerstören wegen ungesunder Ernährung, weil zu viel Zucker drin ist und bla bla bla. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich totkoksen pro Jahr. Die Zahl der Drogentoten irgendwie schwankt immer so im dreistelligen Bereich, irgendwas zwischen 300 und 500 pro Jahr. Und die meisten Leute auf der Welt sterben nicht an dem Konsum von Drogen, sondern weil das Zeug illegal ist. Und weil es halt diese krasse Gewinnmarge hat und sie sich deswegen umbringen. So, und wenn wir jetzt halt davon ausgehen, dann sage ich so, okay, man sollte irgendwann auch gucken, dass man diesen Leuten die Existenz entzieht. Ja, also no front an alle Street-Dealer-Homies, die sich irgendwie was dazu verdienen, so, aber diese großen Verbrecher, die wirklich über Leichen gehen. Deswegen sage ich so, okay, also für mich wäre es okay, wenn der Staat die Hand hat und wirklich alle Drogen verkauft so, und daran verdient. So. Und nicht irgendwelche zwielichtigen Leute, die das immer strecken, damit sie noch mehr Profit rauskriegen aus den Drogen. Ist übrigens auch bei Gras so. Also deswegen rauche ich auch selbst gebautes. Oh, also du willst jetzt so quasi Promi-Stories werden noch so buff, von dem man ja, nicht... Da willst du eigentlich also, genau. Weißt du, so, ja, Bildzeitung, scheiße, aber nee, stellst mal so eine Frage. Tatsächlich hatte ich eine sehr, sehr witzige Begegnung. Und zwar halt auf einer dieser Partys, ey, keine Ahnung, Alter, Berlinale oder irgendwas, keine Ahnung, so Komet, Echo, After, I don't know. Auf jeden Fall wollte ich einen rauchen in der Ecke und bums, stand da ein Dude von einer ziemlich bekannten, ich sag mal, was machen die, Alter, die sind mega erfolgreich, Alter, so krass viele Alben verkauft, so Schlager... Mann, wie nennt man das? So, hey ho, hey ho, da 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 da, auf nach vorne und ja, wir schaffen das und so. Ne, so Seemanns positive Motivationsmucke-Schlager machen die. Und einer von dieser Formation, die ich nicht benennt, stand dann so und der war richtig so, der hat einen Vortrag gehalten, der hat auch selbst angebaut und hat mich eingeladen und mit dem habe ich gebufft und eins der besten Gespräche aller Zeiten geführt. Und das hätte ich jetzt nicht so erwartet, auf jeden Fall. Weiß nicht, ehrlich gesagt, erstaunlich wenig über Kiffen in Korea. Also es muss es mit Sicherheit geben, aber es ist mir jetzt nicht so präsent. Also in Uganda ist ein Kiffen nicht sehr wenig verbreitet, extrem wenig. Und auch, ich habe mal da gebufft und so, aber irgendwie braucht man es da nicht. Irgendwie jetzt das Gefühl, so, die Leute sind auf dem Level schon, das passt irgendwie nicht zum Lifestyle. Die saufen ohne Ende. Aber Kiffen ist überhaupt nicht angesagt. Alkohol ist in Korea auf jeden Fall auch sehr stark, aber Kiffen weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr verpönt, auch unter der Bevölkerung. Also in Polen kann ich sagen, ist auf jeden Fall ein ziemlich konservatives Land. Große Alkoholkultur, auch viel Probleme mit Alkoholismus, definitiv häuslicher Gewalt. Und wie in allen anderen Bereichen halt hier halt gegen, also latent homofeindlich und LGBTQ-feindlich. Kirche spielt eine Riesenrolle in Polen, also auf jeden Fall ist da Buffen nicht so weit verbreitet. Und das Gras, was ich da geraucht habe, war auch immer ziemlich scheiße. Mhm. Aber ich glaube, dass da eher so Alkohol und andere Drogen eine Rolle spielen. So. Leider, wie man sieht, auch Alkohol auf jeden Fall im Übermaß. So. Also den Song Lass mal einen bauen, den spielen wir auf jeden Fall live, jedes Mal eigentlich. Und es ist auch total spannend für uns zu sehen, wie die Reaktionen darauf ausfallen. Also es ist tatsächlich lokal unterschiedlich. Im Süden Deutschlands, wo halt sehr viel strengere Cannabis-Gesetze gelten,
Da sind die halt supporten ihn auch sehr oft spürbar, aber manchmal halt so ein bisschen verdeckt oder die gucken auch schon so, wer guckt vielleicht oder so, und die haben da vielleicht so ein bisschen mehr Sorgen oder so mehr Hemmungen. Aber insgesamt ist da meistens schon die Reaktion relativ positiv. Ja, auf jeden Fall, aber wir machen mittlerweile auch die direkte Umfrage so. Wir haben so eine Fahne und so weiter. Und es macht schon einen Unterschied, auf jeden Fall. Also man merkt, manche Regionen ist es eher anti, also haben wir auf jeden Fall schon ein paar Mal erlebt, aber die Mehrzahl ist zum Glück positiv. Ja, also ich glaube, so in Städten wie Berlin und Hamburg, wenn du halt mit der Ganja-Fahne rauskommst, dann kriegst du Forward sofort so Applaus, weißt du? Und Süden ist schon so mehr so vereinzelt, eher so verhalten so, aber wir spielen den Song trotzdem. Für uns ist es, wie gesagt, eine politische Message, die wir da transportieren, und wir leisten Aufklärungsarbeit und wir sagen auch immer am Ende des Songs, wir sind nicht halt irgendwie stumpf für einfach gib ihm so Abfahrt, sondern wir haben Gründe dafür und die erklären wir auch und wir hoffen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten können, auf jeden Fall. Also wir spielen den Song tatsächlich fast bei jeder Show, seitdem es den gibt. Ja, also in der Tat waren wir gute Frage, im Hip-Hop, also wir waren ja schon von Anfang an Hip-Hop, Reggae, Dancehall, Salsa, und wir haben eigentlich uns aber als Hip-Hop-Crew empfunden, aber im Hip-Hop waren wir einfach von den Texten, weil wir sehr politisch waren und so ein bisschen spirituell, waren wir halt einfach nicht Gangster genug, sag ich mal, von der Grundeinstellung musikalisch, weil wir halt kein Gangster-Rap machen. Und da habe ich gemerkt, also es definiert sich viel über diese, wofür man steht. So. Und die haben auf jeden Fall da Hip-Hop uns nicht so definitiv gesehen, wie wir uns selbst. Bei uns und Raff, ne? Ja, ja. Das, aber genau deswegen, weil da hat sozusagen Dancehall in Deutschland angefangen, aber es war Hip-Hop, weil es von der Mentalität auf Hip-Hop war. Und das ist genau, was ich meine. Die Mentalität von Hip-Hop wurde in, aber der Dancehall wurde halt mit dieser Mentalität gemacht und wir hatten, die ist nicht unsere. Aber die Frage fand ich sehr gut, warum es nicht öfter, früher mehr Überschneidungen gab mit Deutschrap. Hat mehrere Gründe meiner Meinung nach. Also wir haben uns auch klar als Gegenentwurf von Agro Berlin gesehen damals. Wir sind zur gleichen Zeit groß geworden. Und wir fanden das, was die gemacht haben, so dieses Packaging, so dieses Crew-Ding, Logos, geiles Marketing, das fanden wir nice. Das haben wir uns abgeguckt. Ja, Organisation, alles cool. Aber es war nicht unser Ding, weil wirklich von Tag 1, bevor uns noch 5 Leute gehört haben, haben wir festgelegt für uns, wir sind gegen Homophobie, gegen Rassismus, gegen Sexismus, für ein Miteinander. Wir machen keine Gewaltverherrlichung und so weiter. Und daran haben wir uns gehalten bis heute. Und das war auch bestimmt ein Grund, weil wir auch, ja, auch bis in die heutige Zeit so, ja, sind so Schwuchteln und so. Dass heute im Jahr 2021 im Rap immer noch Schwuchtel eine krasse Beleidigung ist, so, sagt schon viel. Also wir hätten gerne öfter Überschneidungen gehabt mit Rap. Vor allen Dingen interessiert uns das heute mehr als damals, weil der junge Rap offener ist. Der gefällt uns richtig gut, so. Ich höre fast nur jetzigen Deutschrap und so. Und heute ist es auch musikalisch viel interessanter für uns. Weil damals hätte es auch gar nicht gepasst, so, ja, hier, ich ficke deine Mutter und das alles und da, da, da und die Inhalte. Und dann zusammen was zu machen. Und wir fanden es auch immer so ein bisschen, ja, auf der einen Seite haben wir drauf geschissen, auf der anderen Seite fanden wir es ein bisschen traurig auch, weil wir sind ja auch, unser größter gemeinsamer Nenner ist Rap, Hip-Hop. Wir kommen von da, wir wurden damit sozialisiert. Und auch wir haben uns auch als Rap gesehen und wurden aber halt quasi von der Gangster-harten Community nie so anerkannt, weißt du? Und aber du kannst auch sagen, natürlich Fanta 4, ja, die noch unsere Vorgänger waren, die waren ja auch, sind auch Hip-Hop, auch Teil der Geschichte so. Kennen die Kids heute nicht, aber wir sind zum Beispiel, unsere größten Vorbilder waren jetzt nicht, fanden wir auch geil, Sean Paul und Beanie Man und Seed und Gentleman und so, haben wir des Todes gefeiert. Aber für uns war so die Foundation, war Cyan Supercrew. Das war so der Vorgänger, sag ich mal, von Sektion Dassault. Kennt jeder. Das war für uns so die MC-Crew, die können singen, die können auch mal ruggern, die haben eine krasse Bühnenenergie zusammen, sind Mikrofonisten. Das fanden wir geil, das hat uns inspiriert. Auch Rap. So. Und ja, also... Ja, Shoutout an alle Rapper von heute. Ich finde es auf jeden Fall musikalisch richtig geil, was passiert ist in Deutschland. Und wenn ihr mal Bock habt, dann schreibt mal hier einen Kommi bei. Ein Jib mit. Also ich kann dir die Frage ganz konkret beantworten. Wenn wir das Gefühl hätten, was machen zu müssen, um ... dann würden wir es nicht mehr machen. Und ich glaube auch, dass wir uns echt, also es ist uns viel Geld flöten gegangen, weil wir halt diese Einstellung haben, weil wir halt Sachen nicht gemacht haben.
So, ey, macht mal hierfür so und mach mal das. Sondern immer das, was wir eigentlich wollten. Und das ist auch das Schöne an Musik. Deswegen lieben wir das auch so. Klar, es gibt handwerkliche Sachen wie ein Song kann nur so lange sein und er muss einen hookigen Teil haben und er muss Strophen haben, Aufbau und so weiter. Das ist Handwerk, Songwriting. Aber wir haben nie irgendwie Musik gemacht, weil wir dachten, wir müssen es machen wegen. Und so oft haben wir jetzt Hammer, Monster oder andere Hits nicht geremixt. Es gab einen Remix von Hammer jetzt und einen größeren von Monster. Der ist auch, das ist auch das Wichtige, ist eine Kollabo mit HBZ, super krasse Producer, geiler DJ-Act, Alter, die Jungs sind richtig wild. Ey, und wenn das Ding musikalisch nicht ballern würde, dann würden wir es nicht machen, weißt du? Also es gefällt uns musikalisch und es ist eine Kollabo und das ist das Wichtige daran so. Musik bringt Leute zusammen. Kiffen auch. Man hat die Song, also so einen Song wie Monster oder Hammer, hat man schon auf jeden Fall oft gespielt, aber es ist immer noch so hot. Also deswegen macht es auch immer noch Spaß, weil immer noch die jungen Leute von heute kennen es auch immer noch, weil es ist immer noch hot so. Und deswegen macht es auch uns immer noch Spaß. Also ich finde Monster und Hammer sind echt so starke, geile Songs einfach auch so quasi. Ich würde sagen, das ist so wie so Kulturgut und das finde ich geil, wenn sich das auch sozusagen noch verändert und sozusagen aufgenommen wird und weiterentwickelt. Und also es hat ja auch immer trotzdem noch so eine gewisse Aktualität und funktioniert ja auch noch. Und privat hören wir die Songs nicht. Also wenn wir die so oft 1500 Mal gehört haben live, dann noch privat reinschmeißen, da bin ich dann eher so, wenn es im Club läuft. Bei den ersten Malen habe ich mich gefreut damals, war so, aber jetzt würde ich dann so in die Ecke gehen und hallo. So, also privat, ich freue mich, dass die Leute sich freuen oder wir freuen uns und es gibt uns riesen Energie. So, Freunde, das war's hier mit uns. Ein Jib mit Culture Candela. Vielen, vielen Dank. Wie ihr es fandet, könnt ihr in die Kommis schreiben und ja, wir sagen, legalize it. Und Leute, geht bitte wählen. Bedenkt auch, wen ihr wählt. Alle Parteien außer die CDU, CSU sind für eine Legalisierung von Marihuana. Ihr könnt es als Statement für oder gegen die Legalisierung sehen, wenn ihr dieses Video schaut. Wir sind auf jeden Fall dafür. Wir hatten hier quasi unser Coming Out als Kiffer. Wir sind Kiffer. Oh Gott. Oh mein Gott. Shit. Abonniert.